Dann gehen wir rein in die Penny-Doku Nummer 2. Der Kiez lebt, so. Ramona ackert. Seit dem Ende der Corona-Verbote wird auf St. Pauli wieder gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Jetzt könnt ihr rein. Moin. Im Pennymarkt gibt es Katerfrühstück ab 7. Macht ihr die Musik hier drinnen wieder aus? Guten Morgen, Abi. Jetzt geht's wieder los. Der Alltag fährt wieder ein, der Kiez lebt. Ja, es macht ja auch wieder Spaß, wenn die Leute zurückkommen auf den Kiez und das Leben wieder einzieht. Also es war ja nicht schön, wo wir hier so ziemlich alleine waren. Guck mal, wir haben jetzt schon so viele Kunden, wie wir letztes Mal den ganzen Tag hatten. Oh, was gibt's denn Leckeres? Bierchen gibt's. Was verschlägt sie denn hierher? Ich hab Hunger. Wir würden gern heute Morgen irgendwie frühstücken. 2-3 Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf kein Kampf. So ist das Leben. Was Leckeres gefunden? Ja, auf jeden Fall. Pizza Margarita. Alles, was man um diese Uhrzeit braucht. Und ich war heute auf dem Kiez und habe eine wunderschöne Nacht gehabt. Kommiliton! Es war so eine lange Zeit und endlich nach 2 Jahren kann man mal wieder mit... Also man sieht das erste Mal die Menschen, mit denen man wirklich studiert. Man war im Unterricht und man denkt sich, yo... Der Egger hat die Aufsendung. Was sind diese ganzen Bilder mit den Buchstaben, die da auf Teams, Microsoft Teams am Start sind? Lerne ich die wirklich irgendwann kennen? Und es ist der Tag gekommen. Die sind alle drei so auf Sendung, Digga. Keine Ahnung, was sich reingepfiffen haben, aber Digga, die sind wirklich weit weg von der Normalität, Alter. Und es ist soweit. Es ist soweit. Und jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Wie ein Steuergasprodukt. Und das Sozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Eieiei. Wie sieht er denn aus mit einer Maske, Alter? Das sieht ja ganz komisch aus. 4,16. Heute war doll und morgen wird auch doll, ne? Ja! Benni Balken! Ja! Nur vier! Kommst du sofort aus dem Einkaufswagen raus? Aber ganz schnell! Das ist frech. Das ist einfach frech, was die machen. Stimmt, wir wollen eigentlich auf TikTok-Videos reagieren. Jetzt gucken wir Penny, ist doch egal. Ja, einer muss ja den Job ja machen. 3000 Kunden kommen samstags. Doppelt so viele wie im Lockdown. Komm, mach jetzt, komm. Hey, noch 2, 3, 4. Alter, du hast richtig Power. Der Pennymarkt-Kodex ohne übliche Benimmregeln und Kleiderordnung. Oh, Kylo, was ist denn? Da ist Sabine Maya, siehst du die? Ordnung. In dem Kiezbiotop auf der Reeperbahn suchen Paradiesvögel etwas zu futtern oder tanken auf. Hier finden verlorene Seelen Halt und so mancher Stammgast ein Stück Heimat. Das ist Clarence, der fliegende Löwe. Der ständige Begleiter? Ja, seit über 10 Jahren. Ja, den habe ich gekauft, die der Bremerstraße, den kleinen Gebrauchtwaren Kinderladen für 5 Euro. Und seitdem ist er bei mir. Mit allen Höhen und Tiefen, weil der trinkt nämlich auch. Heute ist nur Korn oder Jagdschloss. Ich muss aber erstmal Pfand abgeben. Oh, Digga. Oh, Mann. So, jetzt sitzt er. Ich war Hausmeister. Zum alten Johnson-Haus. Restaurant. Für meinen moralischen Kompass müssen wir einfach nochmal sagen, lieber Livestream-Chat, es ist alles lustig, wir lachen hier auch ein bisschen, aber lass bloß die Finger vom Alkohol, Alter. Ich habe eine falsche Frau mitgenommen, aus, die ich auch schon jahrelang kannte, und die hat mir das alles versaut. Weil die ganze Nacht nur Stress gemacht, nur gesammelt, ich kam nicht mehr zum Schlafen. Und dann konnten sie ihre Arbeit nicht mehr vernünftig machen? Ja. Und dann hat der Chef gesagt, tschüss. Nee, erstmal die Wohnung. Ich hätte noch bleiben können auf der Straße und dann weiterarbeiten können, aber da wollte ich dann irgendwie nicht mehr. Und was machen Sie nun? Ja, nun bin ich auf der Straße gelandet. Ne, ist so. Und wie kommen Sie über die Runden?
Also wir sind ja ein bisschen bekannt hier, ja, und das schon seit Jahren. Und dann gibt es immer nette Menschen, die auch mal einen Geld geben. Ja? Wie ist denn Ihre Lebensphilosophie? Nimm dir Zeit, aber nicht das Leben. Komm, machen wir noch zwei Liegestütze. Was macht sie denn da mit Security, Alter? Tut mir leid, Feierabend. So, als Rocky, du bist richtiger Bodybuilder. Danke. Danke für dieses Sportangebot. Bitteschön. Sie hat sich gerade tätowieren lassen. Hä? Sie hat das Tattoo sogar gewonnen bei einem Instagram-Gewinnspiel. Ja, ich hab's gewonnen tatsächlich. Morgen wird weiter tätowiert. Das ist eine japanische Maske mit einer Schlange und Blumen. Was für eine Bedeutung? Gar nichts. Ich find's einfach schön. Und du bist jetzt was? Kraft-3-Kämpfer oder? Strongman. Deswegen Steine hochheben. Das ist die Essenz des Lebens. Besser als langweiliges Rumpumpen zu Hause. Lieber in den Wald gehen, braucht man kein Geld. Kann man ein paar Steine, ein paar Bäume hochheben. Kostet gar nichts, kostet auch fast gar nichts. Kann man sich auch fit und gesund halten. Wie man an meinem Bauch sieht. Aber lass mich bloß nicht fallen. Die Freundin als Hantel. So lässt sich die Wartezeit an der Kasse gut überbrücken. Nur durchschnittlich 8 Euro gibt ein Kunde pro Einkauf im Laden aus. Viele Anwohner sammeln Pfandbüchsen, um sich etwas zu leisten. Ja, es ist halt einfach, ne? Also, es ist halt am Ende des Tages, ist es halt einfach ein großer Drogenhandel da, Digga. Nicht böse gemeint. Ein legaler, großer Drogenhandel. Wir könnten jetzt das Fass wieder aufmachen mit hier, ne? Marihuana illegal, Alkohol legal. Aber für mich ist Alkohol einfach eine ganz schlimme Droge. Klar, die Dosis macht immer das Gift, ne? Aber Alkohol ist ganz schwierig, Digga. Wie die 69-jährige Rita. Moin, auch wieder da? Jo, erstmal mal ein Bierchen holen, du. Morgen ist Sonntag wieder, du. Für den Feiertag braucht Rita Vorrat. Mehr in flüssiger als in fester Form. Ach Gott, hab ich Brot? Ach was, erstmal ein Bier. Der Arzt hat gesagt, 1981, die Niere könnte mal ausfallen. Und ich sollte zwei Bierchen trinken. Da gehen die Keime und Bakterien schneller raus. Mit Bier? Ja. Ach, Cola wollte ich noch haben. Auch für die Nieren? Nein, für mein Wodka. Wodka mit Cola. Nicht so laut. Der Arzt hat gesagt, ich soll Cognac trinken, weil ich so niedrigen Blutdruck habe. Oder Sekt trinken. Ich sag, das gibt's doch nicht auf dem Rezept, ne? Cognac ist teuer, ne? Oder Sekt? Nein, danke. Bier ist besser. Das zeigt sich beim Umsatz. Täglich werden nur 120 Gurken, aber über 1200 Dosen Gerstensaft verkauft. Zwei Kunden sind nicht mehr in Bierlaune. Ich habe nur geguckt, ob da alles gut ist oder ob da gleich nicht mehr alles gut ist bei den beiden. Der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Ein raues Pflaster. Kaum ein Tag verstreicht ohne handfestes Das bei den beiden? Der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Ein raues Pflaster. Guck dir den an. Ein raues Pflaster. Kaum ein Tag verstreicht ohne handfestes. Wie traurig das einfach ist, Digga, dass ein 16-, 17-Jähriger oder 18-Jähriger da einen alten Opi klatschen will. Egal warum, wieso, weshalb. Alkohol ist der Teufel, Digga. Wegen Ärger im Laden hat Marktleiterin Ramona Hausverbote erteilt. So, geht ihr dann raus, bitte? Jetzt sind die Störenfriede wieder da. Einmal hier durch und raus, und wenn ihr es nicht lernen wollt, weiß die Chefin den Weg. Geht ihr dann hier raus, bitte? Das ist kein Ausgang. Das ist kein Ausgang. Was ist? Tust du mir einen Gefallen und lässt du das bitte? Gehst du dann bitte raus? Dieser Kunde hatte sich zuvor aggressiv verhalten. Er wirkt wie eine tickende Zeitbombe.
Gehst du dann bitte raus? Unter den Blicken der Kundschaft gibt sich der Mann unbeeindruckt. Offenbar will er mit einem Bekannten noch immer etwas einkaufen. Doch damit kommt er bei Ramona nicht durch. Penny mag Diplomatie. Pass auf, ich bin freundlich zu dir und du bist freundlich zu mir. Gehst du bitte raus, sonst machen wir es mit Polizei. Gehst du denn raus jetzt bitte und ich möchte auch nicht mehr, dass du heute hier reinkommst. Ey, ich rede auch nicht mit dir. Ich komme noch mal rein. Ich fick deine Mutter. Ja, gehst du jetzt bitte raus? Gehst du jetzt bitte raus? Hör mal zu. Gehst du jetzt bitte raus? Ich komm freiwillig hierher. Nimm den Finger runter. Ich ficke deine Mutter. Du kleine Hure. Gehst du jetzt bitte raus? Hast du mich gehört, du kleine Nutte? Gehst du jetzt bitte raus? Und ich reiße das da oben raus. Gehst du jetzt bitte raus? Nutte. Hure. Gehst du jetzt bitte raus? Schlampe. Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen, Digga? Ich frage mich halt, wo jetzt die Security von eben noch ist. Aber es ist halt sehr unangenehm, ja. Gehst du jetzt bitte raus? Schlampe. Gut, dann machen wir es mit Polizei. Die Marktleiterin alarmiert die Davidwache. Die Polizisten erteilen dem Mann später einen Platzverweis. Der Pennymarkt kocht, hallo. Du, ich habe hier einen, der macht hier Stress, droht mir, will nicht raus. Jetzt ist er draußen, aber jetzt habe ich die Schnauze voll, könnt ihr euch mal um mich kümmern. Super, danke dir. Tschüss. Auch der Begleiter des Störers ist in Ungnade gefallen. Gehst du bitte raus und für deinen Kumpel kommt dann die Polizei. Mir relativ egal, wer es ist. Bleibt man da ganz cool als Kassiererin? Ja, was willst du auch machen, ne? Also, wir brauchen nicht darüber reden, dass so ein Verhalten nicht klar geht. Wenn du einen schlechten Tag hast, okay, aber die macht halt auch nur ihren Job. Was erwartet man sich dann von den Beleidigungen so? Dass sie dann sagen, ach, ich bin eine Hure, ach, dann bleib hier, alles gut dann. Ne? Also, komm mal ja nicht mit weiter im Leben. Nee, nur aus, nach außen. Was macht das mit Ihnen innen? Ich hatte in dem Moment Angst, dass Frau Koch was passiert. Sag mir ganz ehrlich, dass der so austickt und ja, das ist kein schönes Gefühl. Ist ja hier manchmal gar nicht so ungefährlich an der Kasse, ne? Gar nicht. Ja, ich hätte ehrlicherweise auch gedacht, also da, wenn so jemand dir das so ins Gesicht sagt, kann dann auch mal schnell passieren, dass der sich nicht beherrschen kann. Ne? So kristallklar wie dieser Markenwodka ist das Partyvolk selten. Ja, ich verstehe aber, ich verstehe auch nicht, warum haben die eigentlich kein Security da, Digga? Viel günstiger als in der Penny-Schnapsbude kann man sich auf St. Pauli kaum abschießen. Nicht nur die Kunden sind voll. Einmal Kasse 1, bitte. Gehen Sie bitte auch an die Kasse 3. Ja, also das... Kunden sind voll. Einmal Kasse 1, bitte. Gehen Sie bitte auch an die Kasse 3. Kunden sind voll. Moment, einmal. So, das ist der Security. Also das muss ich wirklich sagen, das leuchtet mir nicht ein. Warum ist das Security? Nee, also Bruder, Gleichberechtigung, dies, das, jeder soll einen Job machen. Aber sie hat ja keine Chance gegen einen Mann, wenn der aggressiv wird. Vom Kräfteverhältnis. Warum stellt man da nicht 2, 3 Männer rein? Also eine Frau als Security in so einem schwierigen Gebiet verstehe ich jetzt gerade nicht, was das für eine Politik ist, Alter. Kasse 3. Vielleicht macht sie Kampfsport, ja, das mag ja sein. Auch als Kampfsportlerin macht sie nichts gegen 2 Männer. Ach du Scheiße, wir sind schon wieder besoffen. Hey, jetzt gönne ich mir mal eine Flasche Korn. Für den Alkohol ist der beste. 1,39. Bei uns waren die jetzt 2,99. Wir bummeln nur. Sieht man ja nicht alle Tage, ne? So schön bunt. Digga, ich schwöre, ey, dieser Pennymarkt, ne? Ich sag euch ehrlich, das ist der krasseste Markt, den es gibt. Ey, guck doch mal, allein schon diese Rockstar, Alter. Guck mal hier. Ziemlich eis hier. Krass, ne? Schön. Ja. Ja, auch. Übernächtigte Gäste belagern auch den Eingang. Der Pennymarkt-Vorplatz, ein Meeting-Point für verstrahlte Gestalten. Ja. Die Shopping-Tour wird für normale Anwohner zum Spießrutenlauf. Einkauf bei Penny? Ja. Ja, also wir kaufen bei Penny, also... Ein Krimineller kauft auch gerne bei Penny ein, ja, weil das ist der Supermarkt schlechthin, der berühmteste Pennymarkt aller Zeiten. Das sind meine Nutten, die schaffen alles für mich an, wir brauchen nur Steine und Pies. Hallo, das ist meine Frau. Ja. Ja, so sehen die auch aus, Digga. Ach Gott, Clown! Polizei, Frau Klaus! Tut mir so eine Dame, es kommt kein... Etwas ruhiger, bitte. Eine Oma ist 90. Und hier steckt ein reichtvolles Farbing. Kommst du mal bitte? Serpil Kabrici eskortiert den Pöbler. Sie ist die Wachfrau hier. Ich will nur ein Bier danach nicht. Genau, aber ruhig, ja? Ja, klar. Das ist voll süß, ey. Warum soll ich mal treffen? Ich bin der beste Stecher der Welt. Glaub mir, ich habe einen Traumkörper. Ich habe einen schönen großen Schwanz. Alles, was ein Herz begehrt, kleine Frau. Männer sind immer so. Ich lieb's, ich geh feiern, ich
ich habe mir die tollsten Frauen der Welt. Und ich denke mir immer so, ich will einfach nur einen super tollen Menschen kennenlernen, der mich fühlt. Innerlich und äußerlich. Und es ist super schwierig. Das sind die Weibergespräche, Digga, wenn die einen gesoffen haben. Dann werden die emotional, Digga. Männern zu kommunizieren. Es sind viele sehr oberflächlich. Ja. Sehr, sehr, sehr oberflächlich. Und ich möchte einfach nur jemanden, der mich versteht. Innerlich. Wirklich intellektuell. Und ich wünsche jedem Mann dieser Welt das Glück, zu sagen, ich verstehe Erika. Ja. Ich möchte wirklich einfach nur nach Hause meine Margarita Pizza essen und dann wegranzen. Also ich verstehe Erika zu 100%, Digga. Wirklich, nicht mehr und nicht weniger. Auch der junge Mann, der um die Ecke eilt, hat einen Wunsch. Er möchte Erika kennenlernen. Doch die Studentin zeigt sich nun zugeknöpft. Wie heißt du? Nee, ich möchte nicht. Ich möchte auch nicht. Ich bin super asozial. Du bist asozial. Ich hab dich nie um. Halt deine Fresse. Ja, Erika, das war die Chance, Alter. Er wäre derjenige gewesen, der dich innerlich und äußerlich intellektuell fühlt. Schrecklich. Ich bin eine Frau. Mir geht's so gut. Ich bin einmal in der Kasse. Ich habe einem Typen nicht gesagt, wie ich heiße. Schon heißt es, dass ich eine asoziale Person bin. Wo ich mir wirklich so denke, warum sind Männer so drauf, oder? Ich finde das so traurig. Ist mir wurscht. Wer hat, der kann. Ich hab reingehauen. Ja, man hat die Situation ja jetzt nicht mitbekommen, ne? Da bleibe ich dabei, lieber Livestream-Chat. Auch wenn andere das anders behaupten, eine Frau anzusprechen ist nicht in irgendeiner Art und Weise verwerflich, solange du es mit Menschlichkeit machst und Vernunft nicht hingehst und sagst, Puppelbock zu ficken. Aber es ist nichts daran Verwerfliches, zu einer Frau hinzugehen, die dir gefällt, von ihrer Aura, vom Geruch, whatever, von ihrem Parfum, hinzugehen und zu sagen, ey, hab dich gerade gesehen, hast du vielleicht Lust, irgendwie sich mal näher kennenzulernen, so mäßig. Daran ist nichts Verwerfliches. Wenn sie nein sagt, sagst du, okay, schönen Tag noch und gehst. Das ist nichts Verwerfliches, hat nichts mit Sexismus zu tun oder sonstiges. Vor 10 Jahren, 15 Jahren, als es noch keine Handys gab, haben wir das alle so gemacht, sowohl die Frauen als auch die Männer. Nur weil irgendwelche idiotischen Trollers jetzt behaupten, das wäre Sexismus und gehört verboten, hört nicht auf die. Die labern Kacke, die machen Probleme, wo keine sind. Solange du das mit Anstand machst, ohne die Frau dumm anzusprechen, sondern klassisch, dann ist da nichts Verwerfliches, wenn du das mitmachst. Auch wenn eine Frau einen Mann anspricht und ein Mann eine Frau, so hat man das auch früher gemacht, da ist nichts Verwerfliches. Viel besser, als über Instagram dämlich zu schreiben, nämlich das Persönliche anzusprechen. Aber wie gesagt, du musst es nichtsdestotrotz mit Respekt machen. Wenn ein Nein ist, dann ist ein Nein und dann gehst du. Wer hat, der kann, oder? Gnadenlose Selbstüberschätzung führt selten zum Erfolg. Die beiden Frauen suchen auf der Reeperbahn lieber das Weite. Die längste Baggermeile Hamburgs ist voll mit Herren, die eine Abfuhr kaum verkraften. Ja, das ist das Problem. Das gilt auch für Andreas, der in Ramonas Laden will. Was an Nervmich, verstehst du denn nicht? Ich habe lang genug. Das entscheidest nicht du, das hab ich dir schon mal erklärt. Ja, nerv mich nicht, schönen Tag noch. Ich will noch eine Chance. Nein! Haben. Bitte. Nein! Bitte. Ich hab lang genug. Oh Gott, mach den Kopf zu, ohne Scheiß. Wir hatten das Thema jetzt schon gefühlt 100 Mal. Du hast selber Schuld, hast Hausverbot und damit ist das ja, Thema durch. Ja, aber wie viele Jahre noch? Ich hab 2 Jahre gebüßt. Warum hat er denn Hausverbot, Ramona? Weil er mehrfach keine Maske auf hatte, dann wollte er Theater machen drinnen. Und da bin ich Kumpel, dann kann er draußen bleiben. Eigentlich, wenn ich rein darf, ist das der geilste Penny. Er auch. Aber sie dürfen ja nicht mehr rein. Nein, im Moment nicht. Nein. Ja, man kennt die Hintergründe nicht. Jetzt 2 Jahre Hausverbot wegen keine Maske, wird wohl nicht das Problem gewesen sein. Aber Ramona gibt mir noch eine Chance. Ja, wäre vielleicht mal ein gutes Argument hinzugehen und im nüchternen Zustand. Oh. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Was soll man machen? Sieht wirklich auch ein bisschen aus wie die GRC, ja? Einer muss den Job ja machen. Ach, sie ist auch da. Na, traumhaft. Wer ist da? Sie. Die hat seit, ich glaube, 4 Jahren Hausverbot, weil ich sie immer noch am Samstagmorgen mal vom Papptisch runtergezogen habe, weil sie versucht hat, mir in den Schlitz zu kacken. Ja, gekackt hat sie aber nicht in den Schlitz, sondern auf den Tisch.
Und seitdem hassen wir uns so ein bisschen. Auf welchen Tisch denn? Auf den Packtisch, also wo die Kunden ihren Einkauf einpacken. Das ist doch nicht mein Problem. Das ist nicht mal Gottes Problem. Amen. Wir sind alle Gäste auf dieser Erde. Das vergessen aber manche Idioten. Ja, kack woanders hin, Alter. Mach den Kopf zu. Also sie pöbelt jetzt auch die ganze Zeit und beleidigt mich und... Aber ich kann das ganz gut ignorieren. Doch es gibt auch nette Kunden wie Maurice. Jeder muss ja irgendwas Besonderes an der Persönlichkeit haben. Ja. Und ich gebe mein Bestes. Ich mach das gerne mit der Nase. Dann kann ich auch mal was zeigen. Ich bin der Maurice. Was ist denn das Besondere an deiner Persönlichkeit? Ja, ich kann Mundharmonika durch mein Nasenloch ziehen, Alter. Oh, bist ein ganz besonderer Mensch, Alter. Talent. Ab mit dir zu Deutschland sucht den Superstar, Alter. Penny einfach Club der besonderen Menschen. Ich würde es eher so formulieren. Penny ist das Sinnbild für Leute, die ihr Leben durch Alkohol zerstört haben. Das ist der Sammelpunkt, Digga. Also es ist ein Haufen Versager, Digga, die ihr Leben versoffen haben. Und ihre Hauptpriorität ist besoffen sein und Alkohol trinken. Das ist einfach ein Fakt, Digga. Nicht jeder, aber die meisten. Ich bin aufgewachsen hier. Und ich werde niemals verschwinden, weil realer als St. Pauli geht's nicht, Alter. Digga, es gibt hier bunte Leute, die laufen rum, die leben ihr Leben. Es gibt hier die Transen, hier auf dem Strich. Und man hat hier aber auch trotzdem auch noch Menschen, die eher vom Schicksal getroffen sind und dann ein bisschen härter am Start sind. Jeder kann hier machen, was er will. Und das ist das, was ich so feiere an St. Pauli. Wenn jemand mit Rock hier rumläuft, ein Typ mit Rock, 100%, Mann. Ich laufe rum wie ein Lulatsch. Und das ist cool. Ja, also da fühle ich den Maurice in dem Punkt. Und das ist, fand ich sogar in Berlin noch krasser. Niemand sollte dafür verurteilt werden, wie er rumläuft. Egal, ob ein Mann mit einem Rock oder ein Rock mit einem Mann. Versteht ihr? Man sollte niemanden daran beurteilen, wie er rumläuft, rein vom Optischen. Und das, muss ich sagen, mag ich am St. Pauli, am Kiez auch sehr gerne. Oder allgemein auch Hamburg, aber St. Pauli, Kiez-Gegend ist dann noch ein bisschen entspannter. Aber auch in Berlin war es so. Da wird jeder einfach so genommen, wie er ist. Egal, wie er optisch aussieht oder wie er sich verhält. So, also nicht verhalten kannst. Du kannst dich scheiße verhalten. Ne? Aber das, da bin ich ganz bei ihm, ja. Doch, Rock mit Mann geht gar nicht. Schnauze. Besser geht's gar nicht. Keiner will Brock sein, da wo ich lebe. Brüder gefangen im Block auf Drogen verklebt. Sogar ein Frommann, hier redet von Loyalität. Ich bleib stumm, weil mich hier sowieso keiner versteht. Hamburg aus, die Limit Rock, Spirit zu Gott. Nie wieder Zelle, nie wieder geh ich hier hops. Halte mich stramm in der Gasse, wie die Maske runter. Mach dein Kinderzimmer zu ein Coffeeshop. Bin ein Ficker, Dicker, kennt die Bombenort. Chill mit Richterkillern im Bonzenspot. Brüder, das sind alles Brüder. Weißt du, wir sind alle eins hier, oder? Hey! Wir 15 Jahre Türsteher auf dem Kiez. Ich kenne alle Lieder. Die Leute haben das Feiern verlernt, finde ich. Also ich habe das Gefühl, durch Corona ist so, die Leute... Was hat er für ein Tattoo am Hals, was sie zensieren müssen? Muss ja wohl ein All-Cops-A-Bastard-Tattoo sein, oder? Sind früh zu Bett? Ah, im Gesicht auch, ja. Nee, nein, nein, kein Hakenkreuz, Digga, Schwachsinn. Der kommt doch nicht dahin und sagt zu den Kurden oder Albanern oder was das war, oder Türken, wir sind alles eins und hat ein Hakenkreuz am Hals. Niemals. Ein Jahr. Niemals was Rechtes. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Der hat ein All-Cops-A-Bastards-Tattoo. Ja, und die müssen es erst wieder lernen, wirklich. Also es hätte nicht länger gehen dürfen, ja. Also das ist wirklich Maximum erreicht. Und ich denke mal, dass noch nicht alle Läden, die es jetzt noch gibt, vielleicht in einem halben Jahr geben wird. Das ist einfach so. Safe rechts, was laberst du? Also, Digga, ganz ehrlich, die Leute, die jetzt reinschreiben, dass das rechts ist, also rechte Scheiße auf dem Kiez, Digga, hat da überhaupt nichts zu suchen. Und Digga, mach doch mal deine Glühbirne über den Dötz an, Alter. Der war gerade mit den Kurden und mit den Arabern, whatever, gechillt Hand in Hand. Und hat gesagt, dass wir sind alles Brüder. Das glaubst du, macht er doch nicht, wenn er ein dickes Hakenkreuz auf der Stirn und am Hals hat, Digga. Also sag mal ganz ehrlich, Alter, streng mal ein bisschen die Beine an. Traurig. Kiez hat sich verändert, wirklich. Aufpasser Pierre war vor einem Jahr nervlich am Ende. Kein Job an der Tür im Club ohne Gäste.
Die Behörde machte das berühmte Amüsierviertel dicht und immer wieder alles auf... Kann aber auch sein, dass er irgendwas mit einem Club zu tun hat, Rockerclub, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall nicht rechts. Anfang. Was für eine Kacke, ich Alter. Ich weiß mal, wie lange das noch geht. So, ne? Ich höre immer nur, ja, wir müssen jetzt noch 3 Wochen Lockdown machen. Und was machen wir denn seit November? Und kein Mensch redet mit uns, das ist das Problem. Kein Mensch redet mit uns, wir sind doch normale Menschen, man kann ja mit uns sprechen. Und irgendwie sehe ich kein Ende und das ist schon traurig. Also ich muss echt schon gucken, ob ich mir jetzt Fleisch für 3 Euro oder für 3,50 kaufe. Die Clubs sind wieder auf, doch was geschieht im Winter? Nach dem Lockdown ist vor der nächsten Welle. Dem Milieu geht die Düse und Kiezgrößen machen die Biege. Wer einmal weg ist, kommt nicht wieder. So auch Muskelmann Pierre. Hier ist mein Proteinpudding, tatsächlich. Ich hoffe, dass Sie meinen Vanillepudding da haben. Weil der ist immer, ja. Ah, einer ist noch da. Einer ist noch da. Der schmeckt ganz gut. Vorher war das Einzige, was ich hatte, Tür. Ich dachte, ich mache Tür, bis ich tot vom Stuhl fall. So, ne? So, das war so mein... Ne? Und durch Corona muss ich umswitchen, weil da war ja nichts mehr mit Tür und so. Ne? Ja, ich mache Garten- und Landschaftsbauer. So, seit letztem Jahr im August habe ich damit angefangen. Und ja, das macht mir auch Spaß und so. Und das läuft auch ganz gut. Deswegen arbeite ich auch samstags, nicht nur deswegen Frau weg und so. Naja, das ist ein anderes Thema. So, und ja... Ich habe für mich gemerkt, so, ich habe 16 Jahre Tür gemacht. So. Zeig, please, den Feini hier. Dran liegt er. So, und ich habe so viel Scheiße gesehen, so viel Scheiße miterlebt. So, ne? Mir langt's. Ich habe die Schnauze voll, ehrlich. Wenn ich schon vor die Tür gehe und die Leute da rumkrölen höre, da reicht's mir schon. So, ich bin da, wo ich jetzt bin, da geht's mir gut, da mache ich meine Arbeit und ich... Da mache ich was Produktives. Er hat auf jeden Fall sehr viel Energy in sich. Da entsteht was. So, ich sehe am Ende des Tages, was ich geleistet habe. So, an der Tür, ich habe immer die gleiche Diskussion mit den gleichen Leuten. So, und es führt zu nichts. Ich habe jedes Wochenende die gleiche Diskussion mit den gleichen Leuten. So, und immer bin ich der Idiot am Schluss. So, wenn es mal knallt oder so, bin ich dann der Idiot am Schluss. Und nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Im Pennymarkt begegnet man Problemkunden gelassen, war Frau Serpil die Ruhe in Person. Warten, ja, ich warte, ja, wir warten und ich warte und wir warten. Genau, ein bisschen Abstand bitte von mir. Ja, also mein Zeit vertreiben. Genau. Und auch ein bisschen Kniebeugen. Mach mal. Und noch ein Muskeln kriege. Und du hast trainiert ohne Ende. Du musst nie. Aber du siehst einen Witz gegen mich. Alter Bekannter? Ich kenne ihn nicht. Ich finde sowas von furchtbar, dass die bei uns sowas hier reinlassen. Aber man merkt, sie lassen sich auch nichts gefallen, ne? Ich bin seit 1960 auf St. Pauli hier. Das ist die einzige Vernünftige nein, bis jetzt. Dann kennt man das auch. Ich so eine Typenmutter, Mensch. Dann drehe ich sich ab, aber wie er mir gesagt hat, seine Oma ist 91, da guckt ihm auch nichts mehr ein. Leute, seid mal ein bisschen ruhig hier, ja? Ja, hallo. Bin ich doch, Alter. Ruhig. Aber ich bin nur stehen, wenn du meinen Pipi-Mann lutscht, weißt du? Kauf dein Bier und dann gehst du raus. Aber danach bläst du meinen Kompromiss. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Sei bitte ruhig, Herr Lutz. Kleine Vulva, du, ey, hier, Alter, ja. Alte Klappe, ist besser. So, du gehst jetzt raus. So, gib ihm das bitte nicht. So, gehst raus, ich will dich heute nicht sehen hier. Ja, unglaublich, Alter. Und das ist anders. Ja, der Typ ist wirklich absolut peinlich, Junge. Die einzige Vulva-Dialekt ist seine eigene, Digga, wenn er versucht, 69er mit sich selber zu machen, Alter, was für ein Depp. Weil man denkt dann auch, ich sag jetzt was, du bist der letzte Arsch an der Kasse. So fühlt man sich manchmal. Das hört man jeden Tag, fast jeden Tag. Hast du gehört, was er gesagt hat die ganze Zeit? Nee, hab ich nicht gehört. Und davor mit einem alten Dame, richtig frech. Sie sehen ja aus wie aus dem Ei gepellt. Ach ja, ja. Junge, wenn du hier noch losgehst und dann noch lumpig losgehst, dann fühlst du dich nicht wohl. Also, was macht man das Beste draus und fühlt sich für sich selber noch hübsch an? Ne? Für meine Meinung ist das. Ne? Das ist doch der richtig alte Schick, den gab es ja mal hier, ne? Mhm. Oder? Doch der alte Schick, den gab es doch mal hier auf der Reeperbahn. Ja, ne? ja, den gibt es heute nicht mehr. Also wie die Männer heute rumlaufen mit diesen Hosen. Damals mit schönem Sakko, mit Schlips und Kragen. Toll, Daniel. Ja. Ja, das recht hat sie irgendwie, ne? Braun, Mode. Findest du hier nicht mehr auf St. Pauli. Wenn hier mal einer mit einem Anzug rumläuft, den spreche ich sogar an und sage, Junge, siehst du gut aus. Ja,
jetzt gibt's nicht mehr. Ja, und man merkt halt einfach wieder den Unterschied zwischen alkoholisiert und nicht alkoholisiert. Der ganze Reeperbahn hat sich verändert. Aber jetzt ist es auch schön zu leben. Man hat die Freiheit. Verstehst du, ich fühle mich jetzt irgendwie freier, wenn man mal rausgeht an die Elbe. Du bist nicht mehr wie früher, du darfst nicht mehr alles sagen. Früher, ne? Bloß nicht Montag. Heute ist es ein klein bisschen anders. Man kann schon ein bisschen anders reden. So, Jungs, bleibt gesund, ihr drei. Jetzt bin ich ganz hinten. Die Dame achtet auf ihren Ruf. Wer sie ist und wie ihr Lokal auf St. Pauli einst hieß, möchte sie daher verschweigen. Die nächste Kundin hält dem Kiezpenny seit 16 Jahren die Treue. Hallo Inge. Grüß euch. Was haben Sie denn eingeholt? Ja, Fisch und eine Terrine. Was für einen Fisch gibt's denn? Sardinen. Schmecken die? Ja, mir schon. Aber wenn du nicht mehr Geld hast, was willst du machen? Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Kommt denn noch ein bisschen was rein in die Kasse? Ja, teilweise schon, weil man sich kennt. Na, die sich kennen, die unterstützen sich untereinander. Sie sind aber ganz schön wackelig auf den Beinen. Ja, ich habe hier Rücken. Ich hatte damals einen gebrochenen Rücken. Wie ist das denn passiert? Durch Party. Durch Party? Ja, ich bin gestürzt beim Tanzen und Kogen und hab dann den 12. Brustwirbel hinten gebrochen. Vorher schon mit Bandscheibe und so. Ja. So, nun geh ich auch gerade. Gut, ihr Süßen. Ich hab euch lieb. Rita ist auch wieder da. Sie kauft mit dem Pfand leerer Dosen täglich literweise Bier. Das soll gut für die Nieren sein. Ja, ja. Seit 4 Jahrzehnten macht sie das so. Und? Wie geht's? Wie steht's? Beschissen gut, wie immer. Hey, alles gut, alles. Was ist denn, Kylo? Ist jetzt zu hart? Ja, runter. Erstmal nach Benny. Was gibt's heute Leckeres? Noch nicht. Ich habe noch Erbsensuppe zu Hause. Reicht 2 Tage. Und danach ein Bierchen? Nee, jetzt. In der Frühlingssonne genießen? Ja, genau, deswegen. Ich wollte braun werden. Das wird nett. Der Hund hat so einen Schaden, Digga. So ein Fettsack, Junge. Du bist so ein Fettsack, Junge. Wie kann man so abchillen immer auf sein Leben, hä? Ja, es ist nichts für Mamas Tochter. Bin ja schon 68. Nee. Das ist nichts für Mamas Tochter. Und? Was machen die Nieren? Oh, gar nicht gut. Aber was soll's? Gibt's Schlimmeres? Ich bin noch da. Noch ja. Ich bin noch Rita, die Tänzerin. Ich verdiene damit ein bisschen Geld, ne? Und da. Mit was verdienen Sie Geld? Mit Tanzen. Mit Tanzen? Wo verdienen Sie denn mit Tanzen Geld? Auf der Straße. Und was tanzen Sie da so? Nur so. Tschüss. Alles Gute. Lebenskünstlerinnen fühlen sich in dem Schnäppchenladen auf dem Kiez scheinbar wohl. Kein Wunder, denn hier ist fast jeder willkommen. Auch der nächsten Besucherin begegnet Wachfrau Serpil mit Respekt. Die Frau mit der rosa Maske erscheint häufig mit einer gelben Tüte, prall gefüllt. Auch sie Stammkundin. Ist alles in Ordnung? Wollen Sie was kaufen oder wollen Sie raus? Die Frau greift zu Bonnekamp, einem Kräuterbitter mit 44%, auch Zündkerze genannt. Ja, von Jogi Löw. Was ist mit Jogi Löw? Von Jogi Löw, das Erbgut. Ja, Jogi lebt ja noch, ne? Ja, aber es ist ihr eigener Sohn. Da in der Tüte drin? Verstehen das nicht, ne? Die wollen das nicht verstehen, ne? Sie wollen Herr Löw nicht verstehen, ne? Sie wollen Herr Löw nicht verstehen. Ja, da mit den Zündkerzen hat es da schon einiges weggeballert, Digga. Ne? Und ich erzähl ihm das jetzt. Was hier für kleine Wiener Schnitzel kochen.
Junge Dame, das geht schon mal gar nicht. Bitte alles wieder einpacken. Hinten sind noch andere Kunden. Alles bitte einpacken. Packen Sie die Sachen wieder ein, bitte. Hallo, einmal einpacken. Ja, was ist gerade ein Portemonnaie? Ja, packen Sie die Sachen ein. Ja, was? Ja. Die Kunden warten hinten auf. Ja. Überrascht Sie sowas noch? Nein, überhaupt nicht. Überrascht mich nicht. Warum nicht? Ist normal. Solche Leute sollten keinen Alkohol bekommen. Doch. Meine Meinung. Doch auch hier steckt eine traurige Geschichte dahinter. Könnte das noch reichen? Ja. Wie viel brauchen Sie denn? 1 Euro. Sollen Sie mal dein Geld da runter, bitte? Ja, was? Ja, jetzt runternehmen, bitte. Ja, was? Nimm das Geld bitte runter. Das fällt dir sonst rein. 99 Cent bitte und auf dieser Seite. Dankeschön. Hier, nimm dein Zeug wieder. Ja, sie hat eine Geschichte. Sie hat ihr Baby verloren, ihr Kind verloren und die Sachen von ihrem Kind war in der Tüte drin. Da sind die Kindersachen noch drin? Da sind die Kindersachen drin. Die trägt sie dann permanent? Die trägt sie andauernd mit sich. Traurig. Auf jeden Fall sehr traurig, aber die Problemlösung ist nicht, sich tot zu saufen, Digga. Und da bleibe ich dabei, unabhängig jetzt davon. Alkohol ist ab 18, okay, aber solchen Leuten sollte es von Gesetzes wegen, und das ist natürlich schwer umzusetzen, aber die sollte sich keinen Alkohol kaufen können. Er ist immer noch in Kauflaune, trotz Ladenverbots. Ja, hier ist kein Angang. Hallo, hier ist kein Angang. Hey! Hier lang. Feuer frei, geradeaus. So, du gehst da mal raus. Das bleibt hier. Hey, du gehst jetzt raus. Du gehst raus. Du gehst raus, genau. Das bleibt hier. Der Maulheld im Schlepptau. Ramona. Er schlägt keine Frauen. Ja, ist ja ehrenwert. Aber sie förmlich aufzufordern, sie oral zu befriedigen oder oral befriedigt zu werden, das macht er wieder. Muss auch nochmal Respekt googeln. Weiß nach 11 Jahren Marktleitung, wie man einen Aufreißer abserviert. Das war's für dich hier, ne? Wer fehlt, macht Pflicht raus. Hier gibt es nur einen Boss. Ja, bei mir geht's noch. Das war's für dich hier heute. Genau. Ja, hier, was ist das? Der war heute Morgen schon mal drin und hat mir sein... Ich mach's gar nicht wiederholen, angeboten. Er würde mich... Was hat er noch? Das war so bescheuert, das krieg ich gar nicht mehr zusammen. Ich verstehe aber nicht, warum der kein lebenslanges Hausverbot bekommt. Der hat jetzt mehrfach weibliches Personal aufgefordert, ihn oral zu befriedigen. Warum der nur ein Tagesverbot bekommt, leuchtet mir auch nicht ein. Er hat einen goldenen und er würde mich reich ficken. Ich glaube, das hat er heute Morgen zu mir gesagt. Ja, war schon dreimal bei mir, zweimal habe ich gesagt, er hat zum Zug. Also läuft. Das hat sich das jetzt eh erledigt. Ramona, und ihr beiden kennt euch aber auch, oder? Ja, wir kennen uns so mega. Wir kennen uns auch. 8 Jahre? Ja, ich feiere mein 9-Jähriges hier. Mein 9-Jähriges hier. Ja, 9 Jahre sitze ich hier. Tom ist ein treuer Begleiter. Und das ist Ihr Stammplatz hier? Ja, das ist mein Wohnzimmer. Ich bin hier zu Hause. Wenn ich nicht da bin, macht man sich Sorgen. Ich kriege immer Mecker am nächsten Tag. Tom unterstützt mich auch immer, wenn ich mal wirklich irgendwie Theater habe und meine Leute nicht so schnell da sind oder wenn er sieht, dass jemand reingeht, der Hausverbot hat. Also da kann ich mich echt super auf Tom verlassen. Aber genauso, wenn ihn einer anfährt man oder so, dann gehe ich da auch mit zwischen. Man kümmert sich. Genau. In unserem kleinen Paralleluniversum sind wir eine kleine, große Familie. Ja, wir sind Dorf. Und für mich das Wichtigste immer noch im Leben ist der Zusammenhalt. Nicht reden, machen. Alles in Ordnung, alles wird gut. Wir schreiben Geschichte mit unserem Blut. Wir schreiben Geschichte, fühlt euch geehrt. Wir schreiben Geschichte, es ist ein teuflisches Werk. Es gibt Chirurgen und Chirurgen. Mein Verlobter damals ist leider mit 32 Jahren gestorben. Wie kam das? Herz. Er hat mir nichts gesagt gehabt. Übergewicht, Herzversagen. Gebetsesex und dann, ich hab's nicht geschnallt.
Und das hat sie dann aus der Bahn geworfen? Auch. Ja. Haben Sie damals noch nicht auf der Straße gelebt? Nee, da habe ich extra eine Wohnung für uns besorgt gehabt, weil er aus dem Knast kam. Und dann ist er, ach, der war noch nicht mal einen Monat bei mir zu Hause. Da hieß. So. Ansonsten sage ich einfach nur, Kopf hoch an alle. Ausländer, Deutsche, aller Herrenländer, Weltstadt, Hamburg, St. Pauli. Ab im Knast, ab frei. Scheißegal, wir sind dabei. Und viel Kraft. Das ist alles. Und die Menschenwürde ist unantastbar, hoffe ich. Jetzt muss er auch mal gefüttert. Mir fehlen da die Worte, Digga. Es ist, mir fehlen da die Worte, Digga. Werden, ne? Nicht nur, dass ich besoffen bin, er darf auch besoffen sein. Und kannst mal gucken, da, da, gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Hopp. Alle. Ich bin Vater eines Sohnes. Der wird am 23.12. wird er 25. Na, traurig. Ihm geht's gut. Der Mutter geht's gut. Alle gesund. Nur dir geht's nicht gut. Sowieso. Und haben Sie so gar keinen mehr? Doch, ich habe noch Felicitas und Anna. Wen haben wir da? Felicitas ist ein Schaf und Anna ist eine Eisbäre. Und Anna hat genau dieselbe Weste an. Heimathafen Hamburg. So, Skoll! Unglaublich, aber wahr, im Pennymarkt werden auch Produkte angeliefert, die man essen kann. Brot für Penny. Das ist allerfeinste Ware. Das kriegt man nur hier in Hamburg. Ne? Nur in Hamburg aller. Waren des täglichen Bedarfs spielen dagegen kaum eine Rolle. Das beliebteste Vollwaschmittel liegt in der Top-Seller-Liste auf Platz 2180. Das ist nicht mal eine verkaufte Packung am Tag. Was können Sie da empfehlen? Ja, ich bleib dabei. Das ist also nicht Penny jetzt allgemein, aber der Laden ist halt einfach ein Umschlagsplatz für Drogen, für die einer der härtesten Drogen, die legal ist, nämlich Alkohol. Die große Waschmittel immer kaufen, weil die sind auch günstiger als normalerweise. Und wenn wir die bekommen, dann ist ja auch schlau, die zu kaufen, weil sonst haben wir die nicht. Ich bin mehr so Ariel-Fan. Es riecht auch schöner und besser. Aber es gibt auch viele, die Omo kaufen, weil halt billiger ist. Aber Ariel ist auch so eine Marke und so, die richtig bekannt ist. Und viele Kunden wollen auch eine Marke haben. Genau wie ich. Genau wie ich. Bin auch so. Wir haben die großen Sachen, wie zum Beispiel Persil. Ich mache das immer auf, dass die Leute sehen können, was das ist. Ich gehe mal ganz schnell pissen. Ich lass laufen. Ja, sag ich. Aber ich gehe schnell pissen. Wenn was Wichtiges gewesen ist, gucken wir nochmal. Was machen Sie denn am liebsten mit Omo, mit Ariel oder mit Persil? Mit gar nichts. Aber ich habe keine Waschmaschine. Wie waschen Sie denn? Gar nicht. Gar nicht mehr, schon Jahrzehnte nicht mehr. Überhaupt nicht? Nee. Da stapelt bei mir die Wäsche, ich wasche nicht mehr. Das kostet Geld. Auch keine Unterwäsche? Nee, kriege ich geschenkt auf der Straße. Hey, da kommen aber welche vorbei. Ich habe Männerhosen an, hey. Die sind schön mit Sternchen. Erstmal nach Penny. Hey, erstmal nach Penny. Dann sitze ich wieder da vorne und trinke mein Bierchen. Und zwar in einer der verruchtesten Straßen Hamburgs, vis-à-vis von den härtesten Kneipen St. Paulis. Rita hat auch eine Wohnung, doch nur hier kommt sie über die Runden. Und das ist hier so ihr Stammplätzchen? Ja, ja. Was soll ich machen? Manchmal kommt Essen vorbei. Werden Sie hier versorgt, ja? Von? Nee, aber nicht immer, nee, immer nicht immer. Bin ja nicht immer hier, nur ein paar Stunden. Von wo kommen Sie denn? Von da. Erwischt! Alles Gute. Also schon St. Paulianerin? 50 Jahre. Was soll ich machen? Ich war jung und knackig. Heute knacken alle Knochen.
Und was hat sie hier gehalten auf dem Kiez? Ja, die Arbeit. Er ist in der Disco, spielen, Boden, Platz. Aber war keine Renteneinzahlung, ne? Hintern Tresen. Oh, hab ich da gehauen. Aber niemand hat mich angezeigt. Ich hab noch ein Führungszeugnis. Keine Eintragung. Hey. Jo, das ist auch geil. Ich muss mich hochtauschen. Ich hab Junggesellenabschied heute. Habt ihr irgendwas zum Tauschen? Ich hab ein Bild für dich. Bild? Ui. Was möchten Sie für haben? 5 Euro. Oder weniger. Ich wollte die Bilder. Was sagt er? Ja? Okay, nimm ich. Bitte schön. Ey, danke. Einen schönen Tag noch. Ey. Ich hab gar nicht essen gekauft. Danke. Bitte schön. Hab ich in Mülleimer irgendwo gekommen. Das ist der Bauli. Maße, was maße, nicht. Ne? Ist so. Was sollst du machen? Wie geht's Ihnen denn, Inge? Oh, es geht so weit. Es nervt sich halt mit diesem Kurs. Ja, das ist halt, also gesetzlich natürlich nicht umsetzbar, aber Digga, das ist so traurig, was man sieht, was das, was der Alkohol mit so einer Person macht, Digga. Corona, man weiß nicht genau, woran man ist. Ja. Ansonsten halt. Ich habe gehört, sie hat zwischenzeitlich auch mal erwischt, ne? Infiziert. Ja, ich hatte Corona, Unterleibsinfektion und Herzthrombose. Volle Packung. 7 Tage Infusion. Und jetzt ist es halt wie immer eigentlich, ne? Man guckt, dass man überlebt, dass man Euro bekommt. Für sich, auch mit anderen zusammen. Digga, die ist halt so vom Alkohol gezeichnet, Digga. Klar kommt. Jetzt habe ich gerade Essen eingekauft. Was gibt's denn? Kann ich dir sagen? Moment. Toastbrot mit Wodka. Seit 20 Jahren bin ich mit Inge zusammen. Seit 20 Jahren, ne, Inge? Und 50 bin ich hier. Hey! Nee. Nee, nee. Mann. Seit 20 Jahren, hey. Wirklich wahr? Da ist unsere Rita. Hey! Aber die Gute, aber scheiß drauf. Aber die haben halt niemanden mehr, ne? Also ich kann euch eins sagen, wenn man irgendwann sich für den Alkohol entscheidet und jeden Tag besoffen ist, werden sich die Leute mit klarem Verstand von einem abwenden. Dann hast du halt nur noch mal die Leute an deiner Seite, die genauso sind wie du, nämlich Alkoholiker. Ja, der mal für dich da sein. Und ich bin für dich da. Aber ich mach ja die Fragen, wenn du Essen hast, hey, dann bin ich zu Hause und Hunger. Aber mir ist doch jetzt egal, du. Ja, komm zu Ende. Nee, ich mag nicht fragen, Inge, ich mag nicht. Du weißt, ich bin anders als andere, ich mag nicht fragen. Ich alles Gute, dann esse ich Brot mit Käse. Ich trinke jetzt noch Wodka. Yay. Küsst du gleich. Ja. Brot, Käse, super. Alkohol ist der Treibstoff St. Paulis. Das Sortiment im Pennymarkt riesig. Selbst im ersten Halbjahr der Pandemie wurden hier 460.000 Liter Bier verkauft. Oder geklaut. Wachpersonal und Kassierer sind daher ständig auf der Hut. Was ist mit Wein? Niemals nichts gestohlen. Verstehen Sie das nicht? Aber das ist unser Wein, Frau Koch. Was denn? Ist das unser doch, oder? Ja, aber der ist ja schon auf. Auch? Ja, ja. Alles gut. Ja. Wenn du das mitbringst, das nächste Mal Bescheid sagen, wenn du reinkommst. Dann haben wir das Problem nicht, okay? Nee, alles gut. Was? Ist ja nicht schlimm, kriegen wir ja hin. Der nächste Kunde jedoch hat etwas eingesteckt. Das zeigt er gleich auch. Seit meinem 18. Lebensjahr von der Jugendwohnung rausgeschmissen worden. Und dann so Männerwohnheime, mehr oder weniger. Und jetzt, ja, Knast rein, Knast raus, Knast rein, Knast raus. Weswegen? Ja, jetzt, also am Anfang war es Körperverletzung, so, ne? Widerstand gegen Vollzugsbeamte, da habe ich viel immer getrunken früher, ne? Dann habe ich eine Therapie gemacht, im 64er, im Maßregelvollzug. Und seitdem habe ich mich beruhigt. Aber halt, ja.
Suchtproblematik halt, ne? Und was haben Sie heute gekauft? Erstmal einen Holsten? Ist nicht für mich, ist für einen Kumpel. Holsten knallt am dollsten. Mit Kaufen, mit Bedacht, so, wenn es mir nicht schmeckt. Früher war das dieses Komas auf dem Kampf trinken, ja? Wie das die Jugendlichen früher gemacht haben. So, da hat man sich eine Wodkaflasche reingefüllt und bam, bam, bam. Und nach einer Stunde wusstest du ja gar nichts. Nur vom Erzählen dann. Und immer in der Zelle wach geworden. Stammkunde gewesen. Und wie lange sind Sie jetzt schon draußen? Jetzt? Zurzeit seit, ja, jetzt seit dem 23. Februar, ne? Ist ja doch nicht so lange. Und seitdem auf der Straße, ne? Und wie schlägt man sich da so durch zur Zeit? Ja. Guckt keiner. Ein paar Würstchen, da war Füßes. Und was haben Sie jetzt da geklaut? Würstchen, ich hab Hunger. Hier wird's nie langweilig. Und du kannst dich nie drauf vorbereiten. Er macht da erstmal einen Klönschnack, Digga. Also ich sag mal so, Diebstahl ist nie gut, Klauen ist nie die Devise, aber ich sag mal so, ich habe ein bisschen mehr Verständnis dafür, wenn jemand Longfing-Fong macht, wenn er sich ein bisschen was zu essen holt, ne? Am Ende, Digga, haben sie alle ihr Schicksal selber in der Hand. Streiten, was passiert. Hier passiert immer irgendwas. Sag mal, pissst du da jetzt in den Mülleimer? Ja, das ist immer nicht daneben. Sag mal, das ist so assig. Und so Leute wie ich, die hier sitzen, werden als Assis bezeichnet. Egal, ob ich arbeite oder nicht. Aber da ist eine Toilette. Das geht gar nicht. Ich kann da nicht hinpissen. So, dann frühstücken wir es erstmal. Der Mann kommt mit dem Diebesgut diesmal ungeschoren davon. Rechtfertigungsversuch. Ich mach das nicht gerne. Also das, so ist das nicht, ne? Ich mach das jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt wirklich Hunger habe. Habe ich mir halt ein paar so Snacks und ein Brötchen und was Süßes halt, ne? Es tut mir leid auch, ne? Aber ich meine, es ist besser jetzt auch, als wenn ich heute komme hier aus der Toilette zum Beispiel nachts um drei irgendwie, bla bla bla, irgendwie jemand, ne? Und dann oh, holt auf einmal Geld raus, so Profis, ne? Ich müsste nur so zugreifen und gib ihn, ne? Aber mach ich. Das kann ich. Leute. Ja, das ist halt bei ihm ganz offensichtlich, würde ich sagen, halt ein Drogenproblem, ne? Mehr schlagen. Ich habe mich geändert, ne? Ich habe ja einen Hauptschulabschluss nachgemacht mit 27. Notendurchschnitt 1,5, nur 1 und 2. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Maler direkt danach. Auch Notendurchschnitt 1,8, erstes Lehrjahr. Das ist nicht mein Leben. Das ist nicht mein Leben, ja. Ich bin nicht so erzogen, ne? Aber ich wurde fallen gelassen. Ich wurde einfach fallen gelassen. Eine Geschichte, die berührt, deren Wahrheitsgehalt aber hier niemand kennt. Wegen einer Frau will Rudi auf der Straße gelandet sein. Im Penny-Arzneischrank stehen dafür die richtigen Fläschchen. Medizin. Mit 35 Umdrehungen. Ja, Schloss. Kräuterlikör? Ja, aber... Das Ding ist halt einfach so, es ist halt, ich muss einfach nochmal sagen, es ist halt so ein offensichtlicher Fakt, dass die Leute alle ihren Schnaps holen, weil sie süchtig danach sind. Das ist halt alles legal, Digga. Das ist halt, weißt du? Diese ganzen Leute, die wir dazu 95% sehen, sollten eigentlich gar kein Alkohol bekommen, weil es ganz offensichtlich ist, dass ihr Leben dadurch kaputt gegangen ist. Aber sie können es frei käuflich kaufen und ihr Leben weiter verfuschen. Und das alles legalisiert und mit einem Kopf abgenickten Okay vom Vaterstaat. Das ist nicht in Ordnung, Digga. Das ist nicht in Ordnung. Ich weiß, viele von euch da draußen trinken auch mal gerne ein. Da spricht ja erstmal nichts dagegen. Die Dosis macht das Gift. Aber das, was wir hier ganz oft sehen, in dem Teil, auch in dem anderen Teil, sind suchterkrankte Menschen, die frei verkäuflich überall ihre Sucht befriedigen können. Das ist einfach, es haut einfach nicht hin, Digga. Manche trinken immer Bohnenkamp. Bohnenkamp geht bei mir auf den Magen. Aber natürlich nicht in Massen, dann geht er auch wieder um den Markt. Aber immer so ein kleines Pinko. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Geld in der Tasche habe, ich war jetzt eine Woche im Krankenhaus, dann konnte ich natürlich nicht schnorren, sonst habe ich immer so für... Das könntest du über krankhaft Übergewichtige aussagen.
Oder du vergleichst hier Äpfel mit Beeren, okay? Du willst doch jetzt nicht eine Flasche Jägermeister mit einer Tafel Schokolade vergleichen. Von Samstag auf Sonntag habe ich mir dann den großen mit. Also der erstmalige Fakt, einfach schon, eine Flasche Jägermeister kann dich sofort in den Sarg bringen, eine Tafel Schokolade nicht. Wollen wir noch weiter diskutieren? Genommen. Kostet 5,19 €. Früher dann auch 5 €. Ich bin in Ralschitz 2000 auf der Straße gelandet. Berliner Engel, danke dir für 10 gegiftete Subs. Kuss. Ich bin hier geboren und ich werde hier auch sterben. In Hamburg. Ich gehe nicht mehr, weil ich mich hier wohlfühle in Hamburg. Wie kommen Sie eigentlich auf den Namen? Clarence? Ja, das war nicht ich, das war eine Frau im Enzo-Keller. Ich habe ihn auf den Tresen gesetzt und das war am Samstag. Freitag gekauft, Samstag. Ja, ich wusste keinen Namen. Und eine Frau hatte dann ihn angeguckt. Oh, Clarence, der schiene Löwe von Taktacke. Und dann wurde er getauft. Dann habe ich ihm doppelt ein altes Schuh hingestellt. Dann hat er ihn abgekriegt, dann hat er ihn getrunken. Und alle haben geguckt wie. Selbst die Polizisten, alle haben geguckt. Bei der Cowboy-Indianer-Bar, die haben alle geguckt, wie der trinkt. Mit Zechbruder Clarence macht Rudi Platte. Dort warten auch seine anderen Stofftiergefährten, Schaf Felicitas und Eisbärin Anna. Ja, eine gute Doku gewesen, ne? Eine schön zu guckende Doku, also ist gut geschnitten auf jeden Fall.